Die Zensur hat ein neues Gesicht. Lange kam sie aus der Vertikale von oben und wurde uns im Namen absoluter Werte auferlegt. Heute vergiftet sie unsere Gesellschaft von unten, verbreitet sich horizontal, ausgeübt von einem Mob mit den besten Absichten. Darüber sprechen wir heute in Philosophie. Sind das Bedürfnis nach Konformismus bzw. das Verlangen nach Unterwerfung nicht am Ende viel stärker als der Drang nach Freiheit? Ist die neue politische Korrektheit, die allzu oft mit der Abwertung Andersdenkender einhergeht, nicht ein Indiz dafür, dass wir uns kaum noch Mühe geben, die Freiheit des Urteilsvermögens auszuüben? Diese Sätze stammen aus dem Buch »Lieben wir die Freiheit noch? Aimons-nous encore la liberté?« Geschrieben hat es der Philosoph Michel Hermant. Hallo Michel. Hallo Raphael. Willkommen bei Philosophie. Michel Hermant lehrt Linguistik an der Université de Bourgogne. Sie beschreiben den Kampf zwischen dem Begehren nach Freiheit in einer Ordnung, die eben diese garantieren soll, und der politischen Korrektheit. Ja, ich denke dabei an ein erstaunliches Zitat von Sartre. Freiheit ist eine Last. Ja. Sartre, der große Philosoph der Freiheit, hat uns gewarnt. Freiheit ist eine Last. So sehr, dass man ihr mitunter die Knechtschaft vorzieht. Ja, die Last der Knechtschaft wiegt sehr viel weniger. Genau. Warum ist das so? Dafür gibt es viele Gründe. Freiheit ist ein Begriff, den man historisch verstehen muss und der in den verschiedenen Epochen der Philosophie ganz unterschiedlich definiert wurde. Und wir befinden uns aktuell an einem historischen Wendepunkt. Einerseits am Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert, andererseits am Wendepunkt eines großen Zyklus, der mit dem Zeitalter der Aufklärung begonnen hat. Stichwort Gewissensfreiheit. Und nun vielleicht nicht endet, aber doch seine ganz große Strahlkraft verloren hat. Eine Zeit, in der es kein Jenseitsversprechen gibt. Nur das Hier und Jetzt. Ist es nicht vielleicht so, wenn die Freiheit unser Ziel ist, unser Gral, es ist, als hätten wir unser Ziel erreicht? Ja, in der liberalen Demokratie, in der wir leben, haben wir das Gefühl, es ist geschafft, über alle Freiheiten zu verfügen. Allerdings machen wir aus den vielen Freiheiten, die wir zu haben glauben, nicht besonders viel. Wir sind wie er. Wir sind wie er. Dazu kommen wir gleich. Ich würde nur gern noch ein aktuelles Beispiel nennen, nämlich die Nichtwähler. Ja. Wenn jemand nicht wählen geht, kann das eine politische Geste sein. Man weigert sich überhaupt, irgendeinen Kandidaten zu wählen. Man spricht aber auch, siehe Descartes und Buridans Esel, von der Freiheit der Gleichgültigkeit. Das Recht zu wählen, das einmal so hart erkämpft wurde. In Frankreich gibt es ja erst seit 1945 ein Wahlrecht für alle. Jedenfalls wird das Recht zu wählen heutzutage eher als Möglichkeit zu wählen ausgelegt. Als wäre die Freiheit nur eine Möglichkeit, die wir wahrnehmen können, aber nicht unbedingt müssen. Die Freiheit der Gleichgültigkeit zeigt, dass eine scheinbare Freiheit im Grunde nichts anderes ist als eine freiwillige Knechtschaft. Wer nicht wählen geht, kann sich hinterher nicht über die ohne ihn getroffenen Entscheidungen beschweren. Ganz genau. Es ist eine Gleichgültigkeit, die einer Art freiwilliger Knechtschaft ähnelt. Es ist, im Übrigen spricht die Formulierung freiwillige Knechtschaft für sich. Knechtschaft heißt im Grunde immer, die Verneinung des Willens zu akzeptieren. Nur ganz kurz, bevor wir gleich zu Buridans Esel kommen. Was ist Freiheit überhaupt? Sie sprachen eben von dem Begehren nach Freiheit, Raphael. Freiheit ist Wunsch und Wille zugleich. Es ist eine Kombination aus beidem, eine Kombination aus Verstand und Herz. Aber in der Freiheit hat der Verstand immer Herz. Das heißt, im Grunde ist Freiheit etwas, das aus uns selbst kommt. Kommen wir zum Esel ohne Herz, wenn ich so sagen darf. Buridans berühmtes Gleichnis, das in der Geschichte der Philosophie oft und gern herangezogen wurde, um die Freiheit der Gleichgültigkeit zu illustrieren. Erklären Sie uns kurz das Phänomen von Buridans Esel. Es ist eine Parabel, die dem Philosophen Jean Buridan zugeschrieben wird. Ein Schulbeispiel. Genau. Er ist allerdings gar nicht der Autor. Es ist eine Legende, die von Descartes und den Rationalisten genutzt wurde. Warum hat unser Freund zwei Köpfe? Er hat zwei Köpfe, weil er zugleich Hunger und Durst hat. Vor ihm stehen in gleicher Entfernung ein Sack Hafer und ein Eimer Wasser.
Vor ihm stehen hier eine Tube Zahnpasta und ein Stück Zahnseide. Es ist interessant, dass das Bild auch in der Werbung genutzt wurde, um Bedürfnisse zu erzeugen. Der Esel hat die Wahl zwischen zwei Dingen, aber da sie absolut gleichwertig sind, rührt er sich nicht von der Stelle. Ja, und stirbt. Genau. Das Bild illustriert die Freiheit der Gleichgültigkeit nach Descartes. Wie definiert Descartes Freiheit? Was bedeutet Freiheit für ihn? Ich finde seine Definition äußerst interessant. Und wenn Sie erlauben, zitiere ich erneut Sartre. Bitte sehr, gar kein Problem. Es ist mir ein Vergnügen. Aber ja. Sartre sagt, wir waren nie freier als unter der deutschen Besatzung. Den Satz wollte ich nicht zitieren, weil man ihn kontextualisieren müsste und das wäre zu kompliziert. Nein, mit Blick auf die kartesianische Freiheit spricht er von wollen, was man kann. Das mag schockierend klingen, weil das die Freiheit einzuschränken scheint, aber so ist es nicht. Was will Descartes bzw. Sartre uns damit sagen? Er meint, dass die Freiheit eine Frage des Willens ist, die situationsbezogen ist. Freiheit heißt nicht, zum Mond zu fliegen. Sie ist nicht abstrakt. Genau. Sie ist immer konkret. Zum Mond fliegen ist eine Utopie. Freiheit ist immer situationsbezogen, meint Sartre. Das hier gibt es also gar nicht. Richtig. Das Standardbeispiel lautet ja, auf der einen Seite Wasser, auf der anderen Hafer. In Wahrheit braucht der Organismus eher Wasser als Futter. Es ist nicht 50-50, sondern 51-49. Er würde das Wasser wählen. Aber ich habe die Parabel nicht nur ausgewählt, um einen unterhaltsamen Abriss der Geschichte des Freiheitsbegriffs zu geben. Sie eignet sich vielmehr auch sehr gut, um zu zeigen, in was für einer Welt wir leben. Wie gesagt, wir genießen heutzutage normalerweise alle Freiheiten. Natürlich werden sie auch manchmal in Frage gestellt. Oder missbraucht. Dazu später. Wir schauen uns noch etwas an. Wir haben also alle Freiheiten, aber nutzen sie nicht. En France, vous savez, le principe, c'est la liberté d'expression. Très bien, et il ne faut pas porter atteinte à ce principe. Et si il y a une atteinte qui est portée à ce principe, il est possible pour une association, pour une personne, de porter plainte devant les tribunaux, et c'est aux tribunaux de juger. Bon, voilà le droit, et il n'est pas question de revenir sur ce droit. Maintenant, le contexte, c'est celui que vous avez dit. Il y a, compte tenu du film complètement imbécile, la vidéo absurde là, qui a été diffusée, il y a une émotion, et même plus qu'une émotion dans beaucoup de pays musulmans. Ça continue de poser des problèmes, y compris en France, puisqu'il y a une manifestation prévue et qui va visiblement être interdite. Est-ce que c'est pertinent et intelligent dans ce cadre-là, dont parlions juste avant de venir, de mettre un peu d'huile sur le feu? La réponse est non. Mais nous ne voulons pas non plus dire à ces gens, nous portons atteinte à la liberté d'expression. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre à trouver. Es braucht ein Gleichgewicht. Der Ausschnitt lief am 19. September 2012 auf France Info. Laurent Fabius, der damalige französische Außenminister, äußert sich zu dem Film Innocence of Muslims, einem islamfeindlichen Film aus den USA, und zu einer Ausgabe von Charlie Hebdo. Unter dem Deckmantel der Besonnenheit weist Fabius darauf hin, dass Meinungsfreiheit wichtig sei, man aber auch kein Öl ins Feuer gießen dürfe. Man könnte entgegnen, das eigentliche Problem ist nicht das Öl, sondern das Feuer. Ja, da haben Sie absolut recht. Wir sind stolz auf die Freiheit und noch stolzer auf die Meinungsfreiheit. Wir rühmen uns mit ihr. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir beschlossen haben, sie zu regulieren. Nämlich in der Dritten Französischen Republik mit den Pressegesetzen von 1881. Nun ist es so, dass seit gut 20 oder 30 Jahren im Zusammenhang mit gewissen Fragestellungen, die mit dem Thema Identität zu tun haben, Religion, Blasphemie, Rassismus, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Es wurden einige Gesetze beschlossen, die ich gerne Gesetze der Sprachpolizei nenne, weil sie die Meinungsfreiheit einschränken, beziehungsweise zumindest kontrollieren und regulieren. Sie meinen die Erinnerungsgesetze. Sie ermächtigen das Parlament zu bestimmen, was in der Vergangenheit geschehen oder nicht geschehen ist und die Leugnung von Verbrechen gegen die Menschheit, gegen Armenier und Juden, unter Strafe stellt. Zum Beispiel, ja. Nun kann man nicht all diese Gesetze in einen Topf werfen. Man muss sie sich einzeln ansehen. Dazu haben wir nicht die Zeit. Also gut, kommen wir direkt zum Wesentlichen. Und das ist eben dieser Anschein der Besonnenheit. Ist es Besonnenheit, wenn er sagt, man muss ein Gleichgewicht finden? Wenn man sagt, Meinungsfreiheit, klar, aber ist das Besonnenheit oder Kapitulation?
Ich denke, es ist Politik. Als Politiker trägt man Verantwortung und neigt manchmal dazu, nicht die Regeln, aber die Anthropologie der Freiheit zu umgehen. Denn was ist Freiheit? Freiheit ist ein Naturrecht. Ja. Die Frage ist also, Sie haben sie ja eingangs bereits gestellt, Raphael, warum lehnt man die Freiheit ab? Beziehungsweise warum schränkt man die Freiheit ein? Ich denke, dafür gab es in der Geschichte der liberalen Gesellschaften vor allem zwei Gründe. Der erste ist, wir haben Angst vor der Freiheit. Die Freiheit macht uns Angst. Da mag vieles eine Rolle spielen, aber im Grunde haben wir Angst vor der Freiheit selbst. Freiheit als Last, wie Sartre sagt. Und der zweite Grund ist, wir glauben oft, dass wirkliche Freiheit gar nicht möglich ist, dass sie, wenn es um unsere Gesellschaft geht, nicht realisierbar, ja nicht mal wünschenswert ist. Sie ist gefährlich, sie führt zu Streit. Ja, sie ist gefährlich. Und Laurent Fabius' Reaktion ist letzten Endes auf diese beiden Annahmen zurückzuführen. Willkommen bei Philosophie, Ries. Danke. Schön, dass Sie da sind. Ries ist seit 2015 Herausgeber von Charlie Hebdo. 2012 waren Sie Chefredakteur von Charlie Hebdo. Sie waren nicht Herausgeber. Das wurden Sie erst nach dem Attentat im Jahr 2015. Wie haben Sie dieses Rumgeeiere wahrgenommen? Meinungsfreiheit? Oh je, Gotteslästerung oder gar Beleidigung, bitte jedes Wort auf die Goldwaage legen und ganz viel Respekt. Ganz à la Chirac. Es lebe die Meinungsfreiheit, aber diese Art Ja-Aber zu sagen. Naja, mehr darf man vom politischen und diplomatischen Diskurs über diese Fragen aber auch nicht erwarten. Wenn wir darauf warten, dass die Politik uns erklärt, was wir sagen dürfen und was nicht, dann werden wir am Ende nicht besonders viel sagen. Es liegt an uns, die Freiheit in die Hand zu nehmen und mitzugestalten und auch sie durchzusetzen und zu sagen, was eben zu sagen ist. Dafür braucht man nicht auf die Erlaubnis irgendeines Ministers zu warten. Aber wenn diese Instanz fehlt und es die Erlaubnis von Ministerseite nicht gibt, dann kann es passieren, dass die Durchsetzung der Freiheit auf Kosten von Menschenleben geht. Ihnen muss ich das nicht erzählen. Wir sehen hier eine Zeichnung von Ihnen, die Sie mit links gezeichnet haben, weil Sie am rechten Arm verletzt waren. Sie wurden von einer Kugel am Schlüsselbein getroffen und haben diese Zeichnung mit der linken Hand gemacht. Eine Freiheit, die auf diese Weise durchgesetzt wird. Muss die Freiheit nicht von ganz anderen Menschen verteidigt werden? Nun, leider musste erst eine solche Tragödie passieren, ehe die Leute ihre Position ein wenig überdachten. Es wäre schön gewesen, wenn es bereits früher eine eindeutige Position gegeben hätte. Denn wenn die Positionen unklar und schwammig sind, dann öffnet das Tür und Tor für Menschen, die glauben, die Dinge mit Gewalt regeln zu können. Ich komme auf meine Eingangsfrage zurück. Ist das Problem nicht weniger die Ablehnung der Freiheit, sondern vielmehr diese Art der Unentschiedenheit? Ja, ich denke, es ist die Angst vor der Freiheit. Ich war schon damals, 2006, nach den Karikaturen, der Meinung, dass die französische Presse Charlie Hebdo nicht genügend Rückendeckung gegeben hat. Die Politik und die Medien haben vielleicht nicht weggeschaut, aber in gewisser Weise durch ihre vielleicht nicht Gleichgültigkeit, aber sie haben das alles heruntergespielt. Abgesehen davon ist das, was Laurent Fabius nach dem Attentat gesagt hat. Da wurde das Charlie Hebdo-Büro mit einem Molotow-Cocktail in Brand gesetzt, als 2011 das Sonderheft Sharia Hebdo herauskam. Im November 2011 brannten die Redaktionsräume. Es war ein Attentat. Und dann gab es Petitionen gegen Charlie. Ja. Manche sagten, man dürfe kein Öl ins Feuer gießen. Man hörte immer wieder das Argument des Kontextes, nach dem Motto, in diesem Kontext, mit anderen Worten, die Menschen sind voller Hass, da dürfen wir ihn doch nicht noch mehr schüren. Hofft wer so argumentiert, etwa darauf, dass der Hass eines Tages verschwunden sein wird und Charlie Hebdo dann wieder die Pressefreiheit ausschöpfen kann? Das Kontextargument verweist auf den Zeitpunkt, aber in Wahrheit ist es ein Scheinargument. Was denken Sie, wenn Sie hören, das ist jetzt einfach nicht der passende Zeitpunkt?
Für Freiheit gibt es keinen passenden Zeitpunkt. Deshalb sage ich ja, für die Freiheit entscheidet man sich. Man wartet nicht auf den Kontext. Was ist denn der Kontext? Das sind die anderen, das Umfeld. Wenn man auf die Erlaubnis wartet, etwas tun oder sagen zu dürfen, dann passiert nie etwas. Kommen wir zu den Ereignissen, die Sie, Michel, in Ihrem Buch beschreiben. Es geht um den Filmstart von Jean-Luc Godards Maria und Joseph, Je vous salue Marie. Sie schreiben, es waren die fundamentalistischen Katholiken, die vor mehr als 30 Jahren anfingen, die Meinungsfreiheit in unserer säkularisierten Gesellschaft im Namen der Religion zu bekämpfen. Hier ist der besagte Film Maria und Joseph. Und das sind die Leute, die sich durch den Film angegriffen fühlen. Sie knien nieder und fordern, niemand, nicht nur sie selbst nicht, dürfe sich den Film ansehen. Richtig. Wenn ich mich nicht irre, war das Mitte der 80er Jahre. Ich glaube 1985. Ich weiß nicht, ob dies ein historischer Wendepunkt war. In jedem Fall ist es ein Symptom. Ein Symptom dafür, dass das Verlangen nach Freiheit dem Bedürfnis nach Religiosität jederzeit unterliegen kann. Ich meine natürlich nicht, dass jeder Gläubige ein Feind der Freiheit ist. Mitnichten. Ich verstehe Religiosität eher im rituellen Sinne, im Sinne von Riten, die das Leben strukturieren und organisieren und dafür Moralvorstellungen hervorbringen. Diese Menschen hier demonstrieren gegen Godards Film, weil sie ihn für Blasphemie halten. Und wie man später erfahren hat, wollten sie, dass das per Gesetz geregelt wird. Ja, das sind fundamentalistische Katholiken, keine Muslime. Was mir dazu einfällt, natürlich kann sich ein frommer Gläubiger angegriffen fühlen, von Godards Film genauso wie von einer Charlie Hebdo-Titelseite. Ja. Es ist so einfach, sich beleidigt zu fühlen. Die Frage ist, was ist die Folge? Hat man das Recht, ein Verbot zu fordern, nur weil man etwas als persönlichen Angriff empfindet? Der große, inzwischen leider verstorbene Ruven Augien hat 2007 ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Er schreibt, dass solche Beleidigungen auf einer symbolischen Ebene spielen. Man kann sich durch dieses oder jenes symbolisch angegriffen fühlen, doch die Religion selbst nimmt keinen Schaden. Das ist definitiv ein Wendepunkt. Traditionell wurde die Freiheit von den Gegnern der Freiheit angegriffen. Heute wird sie von ihren angeblichen Verteidigern bedroht. Patrice Williams Marx ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Als sogenannte Sensitivity Readerin durchforstet sie Manuskripte nach Passagen, die von Mitgliedern einer Minderheit als beleidigend wahrgenommen werden könnten. What I basically do is I read their material and then I put a little note on the script or manuscript mentioning something, saying you may want to consider this, this is how I view this, that sort of thing. And then I'll put a report together, which is normally at least 10 pages or more, depending on how long the material is. And I'll say, you may not realize it, but, and then I'll explain why this is inaccurate misrepresentation. And then I'll tell them, you may want to consider this solution. So it's always a suggestion. It's never, this is what you have to do. I also point out when they get things right as well, because it's important to, we're here to encourage and to help the writer or the creator, you know, help their material be better. And so we want to encourage, you know, whatever they're doing, instead of just pointing your finger at them. So we basically point out, we say, this is what you may want to consider changing, because this is the reason why. And we show research as well. We'll give them links to videos or to articles. You know, perhaps they have a character that may be highly stereotypical, or they'll say comes from a community and the only thing they mention in the community is all bad stuff. We may send them a link to articles on, you know, pockets of wonderful things that happen in that community to try to give it an overall, you know, accurate vision of what that community is like. Wenn sie das so sagt, klingt das nach einer besseren Welt. Wir zwingen niemanden, wir sagen nur Achtung, hier oder da gibt es Stereotypen. Sagen Sie doch stattdessen lieber dies oder das. Wir zeigen die positiven Seiten der Community, über die Sie schreiben. Ist dagegen etwas einzuwenden? Was fällt Ihnen dazu ein, Laurent? Ich habe den Eindruck, früher hat man solche Worte aus dem Mund von Beichtvätern gehört.
von Seelsorgern. Der Beichtvater schickte einen nicht direkt in die Hölle, gab aber Ratschläge, um unsere Seele zu retten. Die Dame versucht auch, unsere Seele zu retten. Absolut. Das ist eine Säkularisierung der christlichen Moral. Eine Säkularisierung der Hölle. Genau. Um euch vor der Verdammnis zu bewahren, befolgt meinen Rat. Ich zwinge niemand. Genau. Wie sehen Sie das? Ich sehe das genauso. Und ich habe noch eine kleine Anmerkung. Diese Beichtmutter ist ungemein wohlwollend. Ja. Aber was will sie mit ihrem Wohlwollen erreichen? Sie ist ein Instrument der Zensur. Ich denke an einen Satz von Nietzsche, in dem es sinngemäß heißt, die Kunst rettet uns davor, an der Wahrheit zugrunde zu gehen. Genau. Eine Auslegung, die Nietzsches Gedanken nicht erschöpfend gerecht wird, das nur nebenbei. Franco Lulia ist Sprecher von Brigade Antinegrophobie, die gegen eine Aufführung des Stückes von Aeschylos an der Sorbonne protestierte, weil sich weiße Schauspieler schwarz verkleidet hatten, was die Organisation als Blackfacing kritisierte. Le Blackface participait à nourrir ces caricatures du noir, nourrir ces stéréotypes du noir, le rendre complètement idiot, le rendre complètement bête et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà ce qu'inspire le Blackface. Après l'histoire de l'esclavage négrier occidental ou chrétien. Donc voilà, notre but, ce n'est pas d'incriminer la pièce d'Eschyle en tant que telle, mais on ne peut pas ignorer qu'ensuite, le blackface n'a pas la même connotation. Les motivations qui nous ont fait intervenir à la Sorbonne par rapport à la pièce d'Eschyle, d'une part, ce n'était pas pour l'empêcher dans un premier temps, mais justement discuter avec les gens, essayer de les sensibiliser pour voir s'ils avaient pris en mesure tous les paramètres, en tout cas ce que nous on connaissait lié au racisme. Donc c'était ça dans un premier temps. Et d'entrée, il y a eu une opposition formelle, c'est-à-dire les gens savaient déjà de présupposer ce pour quoi on venait. Et on a tout de suite été invectivés de censeurs, de pourfendeurs de la liberté d'expression, etc. Alors qu'en fait, on était dans un registre totalement éducatif. C'était totalement autre et c'est la raison pour laquelle on est venu au départ. Donc c'était pour faire comprendre que des fois on peut être un autre intermédiaire du racisme, pour reprendre un terme un peu lié au virus, on peut être un autre intermédiaire du racisme sans même le savoir et le véhiculer avec de bonnes intentions. Donc là était notre volonté première. Fürs Protokoll, Blackfacing ist rassistisch. Aber Brunet und Blackfacing, das ist der Punkt. Das war niemals Blackfacing. Man muss dazu vielleicht anmerken, es stimmt, die Darsteller trugen Masken. Aber im antiken Theater werden ständig Masken getragen. Masken typisch für die Komödie oder die Tragödie. Und dass nun eben auch hier Masken getragen wurden, führte zum Vorwurf des Blackfacing. Aber das ist totaler Quatsch und zeugt von profunder Unkenntnis. Und besonders interessant ist der Ton, den dieser Diskurs anschlägt. Wir wissen, was Rassismus ist. Und ihr seid bloß Kinder, die keine Ahnung haben. Wir müssen es euch erklären. Deshalb haben wir das Recht, die Inszenierung zu sprengen. Das ist schon ziemlich gewagt, um nicht zu sagen dreist. Sich hinzustellen und so in ein literarisches Werk, in ein Theaterstück zu platzen. Laurent? Die Frage, die sich aufdrängt, ist die nach der Legitimation. In einer Demokratie gibt es bekanntlich Regeln. Wer hat die Legitimation, Recht zu sprechen oder Dinge zu verbieten? Charlie Hebdo hat Recht und Justiz immer anerkannt. Es muss schließlich irgendeine Autorität geben, die sagt, das geht und das nicht. Wir sind keineswegs für die totale, blinde Freiheit. Aber heutzutage führen sich alle auf wie Könige von eigenen Gnaden in ihrem kleinen Reich. Aber besteht nicht die Legitimation, wenn überhaupt, darin, dass es in einer westlichen Gesellschaft problematischer ist, schwarz zu sein als weiß? Das ermächtigt natürlich niemanden, Recht zu sprechen, beziehungsweise zu sagen, das ist Rassismus. Aber hat die Aussage desjenigen, der Opfer von Rassismus ist, nicht per se eine höhere Legitimation? Es berechtigt ihn, dass man ihm zuhört. Denn er hat sicher interessante Dinge zu berichten, die anderen gar nicht bewusst sind. Man spricht dann für gewöhnlich von Dialog. In einer Demokratie muss man sich anhören, was die anderen zu sagen haben. Schließlich hat niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber das ist keine Frage von Schwarz oder Weiß. Es gibt Dinge um uns herum, die wir nicht wissen oder verstehen.
nicht nur beim Thema Rassismus. So viel steht fest. In einer demokratischen Gesellschaft müssen wir einander zuhören. Aber die Gesetzgebung ist kein Wunschkonzert. Sonst würde die Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Gesetze nach Befindlichkeiten. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Dabei hat sie doch gerade erst angefangen. Ein Satz. Sie haben vorhin Nietzsche zitiert und da ist mir folgende Sentenz eingefallen, obwohl ich nicht weiß, wie sie in unsere Diskussion passt. Alles, was tief ist, liebt die Maske. Danke Ihnen beiden. Danke. Danke. Keine noch so gut gemeinte Absicht rechtfertigt Zensur. Im Namen des Guten ist sie keinen Deut besser. Zensur von links ist nicht weniger unrecht. Zensur in einer Demokratie ist nicht weniger diktatorisch. Und wenn mehr Provokation hilft, diese neue Art der Zensur zu bekämpfen, dann sind die, die dafür ihr Leben aufs Spiel setzen, die wahren Wächter unserer Freiheit.